Mein Name ist Sandra Stella Triebel und ich liebe Menschen mit Drive. Darum gebe ich Ihnen einen Kaffee, fahre mit Ihnen eine Runde durch Zürich und quatsche ein bisschen. Und nennen wir das Baby Ladies Drive Coffee Run. Ich habe mir eine gebürtige Italienerin auf den Beifahrersitz gesetzt. Sie tätowiert, sie pierst, sie ist aber vor allem eins, eine Vollblut-Unternehmerin. Die Rede ist von der Giada Ilardo. Hey. Hello, piacere. Tja, Giada Ilardo hat vor allem eins gemacht in ihrem Leben. Etwas unternommen. Sie ist wirklich eine Vollblut-Unternehmerin, wie sie im Buch steht. Und alles, was Gia hier heisst, das gehört an ihr. Und die Bilanz hat sie mal kurzerhand zur Millionärin gemacht. Das stimmt, über das reden wir gerade und über vieles mehr. Aber jetzt würde ich sagen, du fährst normalerweise Vespa, oder? Ja, so ist das. Dann fahren wir heute mal abart. Also steigen wir rein. Sind wir pronto? Yes. Sehr gut. Ja, liebe Giada, ich möchte mit dir vor allem über drei Sachen sprechen. Und zwar über Geld, nicht über Liebe, vielleicht auch. Natürlich über deinen Erfolg, über Schmerzen und über Ehrlichkeit. Okay? Ja, sicher. Gut. Sehr fein, los geht's. Mit was würdest du gerne anfangen? Ich überlade es total hier. Dann fangen wir doch an mit den Millionärinnen. Kann man das Gerücht nennen? Ja, ich glaube, man betitelt es einfach so, aber es ist eigentlich um den Umsatz und den Wert von der Firma gegangen. So. Mhm. Aber es ist dann plötzlich, hat das die Runde gemacht, die Bilanz hat darüber geschrieben. Mhm. Und dann hat das mega die Runde gemacht, der Blick hat dann plötzlich geschrieben, sie sticht sich zur Millionärin, ja. Sie sticht sich reich und so weiter und so fort. Es hat ein paar ganz gute Schlagzeilen gegeben. Als ich dich das erste Mal gegoogelt habe, ist halt einfach ein Schlagzeilen an der nächsten gekommen. Und als wir dann das Interview für das Ladies Drive letzten Herbst gemacht haben, hast du gesagt, das stimmt gar nicht. Ja, man übertreibt gerne und man tut natürlich gerne alles. Sticht sich zu Millionärin. Es hat gar nicht mit dem zu tun. Es ist halt einfach der Erfolg von der Firma und die Läden, das Design. Es ist einfach der Wert, den man mittlerweile erreicht hat. So, es geht um das. Wie wichtig ist dir generell Ehrlichkeit im Leben? Sehr. Ich glaube... Wieso? Weil du nur mit Ehrlichkeit weiterkommst. Ich glaube, alles kommt ans Licht, früher oder später. Und man sollte alles auf den Tisch bringen. Vor allem im Unternehmer, vor allem bei uns im Geschäft ist das mega, mega wichtig. Es bringt dich viel schneller ans Ziel. Mhm. Aber gerade so in Zeiten von Fake News, du hast das jetzt selber erlebt, hat man manchmal das Gefühl, ja, Ehrlichkeit, es gibt Alternative Facts und man kann sich alles so ein bisschen drehen, wie man möchte. Ist das nicht manchmal so ein bisschen seltsam? Oder wie beobachtest du das? Also jetzt meinst du von den Medien her? Mhm. Medien drehen jetzt immer so, wie sie wollen. Und das kannst du fast nicht umgehen. Ich glaube, du musst einfach lernen, damit leben und lernen, locker auch mit dem umgehen. Und ja, es darf dich auch nicht zu viel berühren und du darfst es auch nicht zu ernst nehmen. Immer. Mhm. Ich meine, es ist schön, wenn darüber berichtet wird, mal positiv, es gibt auch negativ und es ist alles okay. Du hast ja auch ein paar Negativschlagzeilen erlebt. Du hattest eine Schlägerei mit einer ehemaligen Angestellten oder irgendetwas Komisches. Also wie ist das, wenn man denn so Sachen liest? Ja, es ist speziell. Es ist natürlich das erste Mal, wo du etwas hörst oder erlebst und du kennst es nicht und bist ja sonst nicht in den Medien. Ich bin ja keine öffentliche Person in dem Sinn. Ich bin einfach Unternehmerin und das mit Herzblut. Man geht einfach damit um, man lernt damit umzugehen und es ist okay und man wächst daran und ja, man darf sich einfach die Sachen nicht zu viel ans Herz nehmen. Ich glaube, um das geht es. Das stimmt wohl, aber es ist manchmal einfacher gesagt als gemacht. Ja, aber ich meine, wenn man den Fokus vor Augen nicht verliert, um was es überhaupt geht. Und bei mir ist es um mein Unternehmen, um die Szene, Tattoos, Piercing, das zu revolutionieren. Wenn man das nicht vor Augen verliert, dann kann man sich auch nicht so schnell ablenken lassen. Das war also deine Vision, schon sehr jung, dass du die Szene revolutionieren willst? Ja, das ist eigentlich so das, wo ich mit 16 angefangen habe und bis heute noch mein Ziel ist. Es geht darum, einfach
das Verstaubte, das einfach abzustauben, neu zu machen, vorzuholen, schön, edel, Qualität zu zeigen und die internationalen Künstler zu holen, dass du wirklich in der Schweiz auch das internationale Feeling bekommst, so ein bisschen das alles zusammenbringen. Und das hat es früher nicht so gegeben. Also es ist eher in der Schmuddelecke. Ja, und einfach die kleinen Studios. Und jeder hat so für sich geschafft. Und das ist sich wirklich am Verändern. Mhm. Also man schafft viel eher zusammen. Man ist füreinander da. Und eben die Internationalisierung ist extrem. Jetzt, wir haben ja gesagt, wir reden auch über Ehrlichkeit. Jetzt hast du geschummelt, und zwar beim Alter. Ja. Du warst 16, aber du hast allen erzählt, du bist 18, damit du hast piercen und tätowieren. Ja, ich habe es vor allem ich habe so eine Weiterbildung gemacht und dort habe ich vor allem geschummelt. Es ist darum gegangen, dass ich den Kurs gar nicht hätte dürfen machen als 16-Jährige. Es war erst 18. Ich habe zum Glück nicht so jung ausgesehen. Und von dem her habe ich dort ein bisschen geschummelt, sonst hätte ich es nicht machen können. Aber ja, das haben wir heute verzeiht. Und wie war das? Magst du dich noch erinnern? Dein erster, ich kann fast sagen Patient, dein erster Kunde, ja. Wo du pierced hast. Ich glaube, dein erster unternehmerischer Tun war ein Piercing, oder? Ja, genau. Und das war eine Freundin, weil wir haben, also angefangen hat das alles so, wie Freunde von Freunden und Freundinnen. Dann hat es langsam mit Kunden angefangen. Aber das war eine Freundin und da hat es ich glaube, es war damals ein Bauchnabel. Ich habe nicht so viele Sachen gemacht, aber ich glaube, es war das Bauchnabel-Piercing. Mhm. Und dein erstes Tattoo, magst du dir das noch erinnern? Ja, das mag ich mich sehr gut erinnern. Das war ein Drache auf dem Oberarm. Mhm. Was hat das dir bedeutet, als du gemerkt hast, hey, ich hinterlade jetzt mit dem, was ich mache, ich bin 16, aber das, was ich dem Drachen, den ich hier auf den Oberarm tätowiere, geht nie mehr weg? Ja, es ist sehr bedeutend. Es ist ein spezielles Gefühl, weil der Kunde gibt dir etwas, gibt dir ein sehr starkes Vertrauen. Und mit dem, das muss man können respektieren. Und es ist als 16-Jährige, glaube ich, einem noch nicht so bewusst gewesen, aber immer mehr ist mir auch bewusst geworden, wie wichtig das ist. Aber es ist ein spezielles und sehr angenehmes Gefühl gewesen. Angenehm? Mhm. Nicht nervös? Bist du so cool, mit 16? Ich weiss nicht, ist das cool oder ein bisschen naiv gewesen? Ich glaube, es war ein Mix von beidem gewesen, aber... Nein, nervös bin ich eigentlich sehr selten. Wie ist es jetzt, wenn du so zurückblickst? Denkst du dir manchmal, boah, ich bin eigentlich auch noch irgendein verrücktes Huhn gewesen in diesem Alter, das alles anstarten, keine Schulausbildung gemacht, keine Lehre, einfach boah, ins kalte Wasser? Ja, natürlich. Wenn man zurückdenkt, denke ich, oh mein Gott, was hat man sich dort überlegt? Es ist zum Glück gut gegangen, aber ich bin eigentlich immer noch irgendwie genau gleich. Also ich bin immer noch verrückt zu und ich mache immer noch Sachen, wo ich denke, bist du sicher, muss das jetzt sein? Aber ich glaube, das macht mich zu dem, was ich heute bin. Und ja, und ohne den Mut, ohne die Naivität dazu, wäre ich heute nicht da. Das Thema Schmerz, wenn man mit Piercer, mit Tätowierer arbeitet, du hast das selber ja auch gemacht. Mhm. Du bist selber pierced und tätowiert. Tätowiert ist obvious, aber auch pierced in dem Fall. Ja, klar, sicher. Wenn man ständig mit Schmerz irgendwo zu tun hat, ist das nicht auch... Ist man versöhnlich mit dem Schmerz? Mal so gefragt. Oder ist das einfach ein Alltag? Weil das ist ja nicht... Ich sage jetzt mal, wenn du in der Bank arbeitest, hast du nicht mit so viel Schmerzen zu tun. Unter Umständen. Ja. Kommt ein bisschen darauf an. Das weiss man ja, nicht. Ja, eben. nein, ich glaube, der Schmerz spielt so bei uns gar keine grosse Rolle, weil es ist ja schon nicht so, dass in jedem Raum einer schreit. Also, und es ist erstaunlich, aber es gibt wenig Kunden, die eigentlich so schmerzempfindlich sind. Also, wenn jetzt zum Beispiel bei uns an einem normalen Alltag wirst jetzt in den Laden kommen, zum Beispiel an der Löwenstrasse, wo wir so 5 Stöcke haben und jetzt durch die Stöcke durchlaufst, dann siehst du jetzt nicht wirklich schmerzhafte Gesichter und Schmerzen haben und es ist dir so bewusst, sondern es geht mehr um Kunst an sich und das ist verstärkt eigentlich. Und der Schmerz gehört, glaube ich, einfach dazu. Und ja, also aber ganz gerne muss man schon. Ich, wenn man sich nein, so also ich kann es überhaupt nicht gerne. Also nicht. Nein, gar nicht. Und je älter das man wird, habe ich das Gefühl, wird es immer schlimmer. Aber nein, es gehört dazu. Gewisse Stellen tun mehr weh, gewisse Stellen tun weniger weh. Aber ich glaube, das steht nicht so im Fokus. Es steht mehr im Fokus Kunst, das Bild, Verschönerung, die Individualisierung. Aber jetzt der Schmerz. Nein, das steht nicht so im Fokus. Dann
dann sind wir an unserem Schlusspunkt von unserer Kaffeefahrt angekommen. Und das heisst, es bleibt mir noch eine Frage an dich zu stellen. Wie möchtest du dich morgen fühlen? Gut und zufrieden. Gut und zufrieden. Und was heisst zufrieden? Das bedeutet ja für jeden etwas anderes. Zufrieden heisst, die Leute um sich herum, die einem gerne haben. Es heisst, zufrieden sein mit dem, was man hat. Und nicht immer nach irgendetwas im Streben oder das Gefühl haben, man verpasst immer irgendetwas. Man verpasst nie etwas im Leben. Schönes Schlusswort. Danke vielmals, Giada. Danke dir, Ronny. Jetzt darfst du ein bisschen auf den Fahrersitz. Sehr gerne. Okay? Ja, sehr gerne. Gut. Das war es mit dem Ladies Fries Coffee Run Nummer 3 und der wunderbaren Giada Illardo. Che bellezza, oder? Und ich freue mich schon auf den nächsten Coffee Run. Der ist dann mit der wunderbaren Gigi Mäder. Freue mich schon sehr drauf. Und ich hoffe, ihr ebenso. Schön sind ihr mitgefahren. Dankeschön und a presto. Ciao, ciao!